Okay. Da muss ich mal gerade gucken, wo ich stehen geblieben war. Den Wenzel wollten wir, glaube ich, loswerden. So war die Sache. Am Ende des letzten Parts. Vermutlich mal im Rathaus. Können wir da schon was anrichten? Eine Weile nicht mehr aufgenommen. Eine Weile lang nicht mehr gespielt. Eigentlich hätte ich die 1 verdient. Aber die 63 tut's auch. Oh, hey. Das ist ja sehr gut. Ich glaube, ich bin jetzt dran. Falsch! Du kommst als nächstes dran. Ach, Mensch. Ist Wenzel an der Reihe? Aber Wenzel ist doch gar nicht hier. Warum bist du ja auch noch nicht dran? Das ist doch wieder mal typisch. Selbst wenn er nicht da ist, steht Wenzel nur im Weg. Ich war zwar schon bei Wenzel, aber gehen wir halt nochmal hin. Gehen wir halt nochmal zu dem Wenzel und fragen ihn, ob er sich mal aufhören kann, uns in den Weg zu stellen. So, da hinten ist seine Hütte. Am anderen Ende von Kubak. Und gehen wir hier mal hinein in Wenzels Haus. Ist ja blöd. Den Wenzel, wie kriegen wir den Wenzel zum Reden? Wie werden wir den Wenzel los? Das ist die gute Frage hier. Was können wir gegen dich noch tun, Wenzel? Erst mal in die Gasse hinein. Da habe ich nämlich eine Idee, wir gehen erstmal zu Lonzo. Da waren wir ja lange nicht mehr. Gucken wir mal hier, was der Lonzo hier alles kann. Oh, Lonzo! Ja! Hast du von der Fremden gehört? Ja, aber es interessiert mich nicht. Sag jetzt nicht, dass du da mitmischen willst, wenn sich die Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen. Doch. Ach, du kennst mich doch. Ich bin immer in vorderster Reihe, wenn... sich Idioten gegenseitig den Kopf einschlagen? So in etwa. Genau. Hast du zufällig etwas... Genau, wir brauchen Kaffee, deshalb... Seit wann bestellst du denn Kaffee? Hast du wieder Tonis Maschine kaputt gemacht? Ist mehr für... Wie oft muss man dir denn noch sagen, dass es bessere Methoden gibt, um Öl zu filtern? Nein, es geht nicht um schnöden Kaffee. Ich meine etwas, das so richtig, richtig wach macht. Richtig topfit. Eine Art ultimativen Wachmachen. Ja. Lonzo, alles klar? Okay. Okay. Vergiss einfach, dass ich gefragt habe. Ich gehe dann mal. Nein, nein, warte doch. Ich glaube, ich habe genau das Richtige für dich. Nein, was hier, ja, okay. Eine Kaffeemugel oder was? Was zum Henker? Lange gewartet. Mhm. Hey, wow, du hast da Rohre, Tanks, Ventile, ein Ding. Es ist eine Espresso-Maschine. Aber ja, klar, so sieht's aus. Eine Espresso-Maschine. Dies ist die Mutter aller Espresso-Maschinen. Ich habe sie selbst frisiert. Und die funktioniert über die Tastatur in der Orgel. Da bleibt ja nur noch eine Frage. Was genau ist dieses Espresso? Tja, sicher bin ich mir da auch nicht. Ich glaube, es ist eine Art hochkonzentrierter Kaffee. Die Menschen aus der Vorzeit haben ihn getrunken. Ah, und dann haben sie die Maschine zu lange angelassen. Verstehe. Ich habe den Kompressor nach alten Aufzeichnungen gebaut, die ich gefunden habe. Leider waren die Bilder sehr undeutlich. Aber... ich glaube, ich habe alle Zutaten entschlüsseln können. Nimm das Rezept, das da vorne auf dem Hocker liegt. Sobald du die Zutaten trinkst, können wir loslegen. Ich hoffe, ich kann meine Lebensversicherungspolice bis dahin finden. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Aha. Was für ein Gekrakel. Aber na gut, ich brauche klares, belebendes und energiereiches Wasser.
Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Nichts davon gibt es in Kuwak, aber halb so wild. Bei meinem Improvisationstalent finde ich bestimmt einen passenden Ersatz. Damit werden wir zwar nicht den Wenzel los, aber wir kriegen die Gaul wach. Das ist ja irgendwie doch dann das Ziel. Lonzo. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Mach das. Wegen des Pulvers. Schieß los. Was für schwarzes Pulver kann denn hier bloß gemeint sein? Keine Ahnung. Schwarzpulver wird es wohl nicht sein. Schwarzpulver. Ich sagte kein Schwarzpulver. Aber es wäre schwarz. Hör mal. Die Maschine arbeitet mit Hochdruck und wird extrem heiß. Wenn du Schwarzpulver in die... Na. Überlass die Zutaten mal mir. Du kümmerst dich um die Maschine. Oh je. Ich bereue das Ganze jetzt schon. Wir brauchen Schwarzpulver. Okay. Was meinen die wohl mit besonders aufputschend? Keine Ahnung. Eine Art Aufputschmittel vielleicht? Vielleicht hat Dr. Gizmo ja was in seiner Praxis. Dr. Gizmo hat doch bestimmt eine Art Aufputschmittel in seiner Praxis. Und was hab ich gerade gesagt? Keine Ahnung. Wenn du öfter mal was Hilfreiches sagen würdest, würde ich vielleicht auch mehr zuhören. Das habe ich wohl verdient. Wir müssen Gizmo sein Aufputschmittel klauen. Was sollen denn heiße Bohnen sein? Keine Ahnung. Tja, das ist wohl ein Rätsel für einen gehobeneren Intellekt. Stimmt. Du könntest Wenzel fragen. Wenzel? Ich habe von mir geredet. Entschuldigung, das hätte ich wissen müssen. Die statistische Wahrscheinlichkeit ist hoch. Na, Wenzel doch nicht. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine auszuprobieren. Wegen des Wassers. Lass laufen. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Hier in Deponia nicht. Höchstens in Legenden. Mein Vater hat mir immer die Geschichte erzählt, wie er damals Kuwak auf einer klaren Wasserader gegründet hat. Dein Vater war genauso ein Schnacker. Wen meinst du denn jetzt mit genauso? Nicht das heißt, so wir müssen eine Wasserader sprengen. Energiereiches Wasser. Wie kann das gemeint sein? Oh, keine Ahnung. Hanek findet manchmal Batterien im Schrott. Batteriensäure. Frag ihn doch mal. Das Ganze artet langsam echt in Arbeit aus. Hanek arbeitet doch direkt vor der Tür. Hanek! Du wirst schon zu ihm hin müssen. Fauler Rufus. Stress ist das. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Das verstehe ich nicht. Wie kann das gemeint sein? Eine Flüssigkeit, die etwas Totes zum Leben erweckt? Gruselig. Davor habe ich Angst. Stell dir doch mal vor, ein Kühlschrank, der einem das Essen zum Bett bringt. Man merkt, dass du nie mit Toni zusammen warst. Jupp. Ich schaff das schon. Beeil dich. Ich kann es kaum erwarten, die Maschine. Okay, ich habe mir jetzt nicht alles gemerkt. Wir brauchen Schwarzpulver, wir brauchen Wasser, wir müssen dafür irgendwie eine Wasserader sprengen, wir brauchen Batteriesäure, noch irgendwas. Sieht ganz schön abenteuerlich aus. Ist es auch. 1A, das wollte ich hören. Na, dann muss ich wohl mal gehen. Mal Zutaten besorgen und so. Mach das. Ich warte hier. Alles klar. Ein Espresso-Tasse. Okay. Die Tasse ist noch leer, mit Betonung auf noch. Jo, Lonzo muss sehr lange auf diesen historischen Tag gewartet haben. Hätte er mich mal früher gefragt. Und ja, ab dafür. Ich habe noch einen roten Vorhang, den können wir doch mitnehmen. Jo, den werden wir bestimmt irgendwo für gebrauchen. Und ab mit uns in die Gasse. Hanek, der hatte doch was für uns, oder? Was war das? Notfallstation hat wieder auf. Das heißt wohl, dass ich jetzt die riskanteren Manöver auspacken kann.
Oder dass du dir jetzt mal die Sachen für den Kaffee besorgen kannst. Zur Notfallstation. Oh, Hallöchen. Ein Hebel. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Und zack. Gleich mal ein Hebel gezogen. Handschellen. Ach so. Im Knast, im Kittchen. Alles klar. Eine Fußfessel. Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Da besteht keine Fluchtgefahr. Also nicht aufheben. Ja, gut. Also. Handschellen. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später auf. Handschellen in einer Waagschale, die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern? Ja, so eine Art. Hebel. Im Krankenbett. Arzneischrank, da müssen wir ran. Mist. Oh, das Aufputschhebel. Immer dieses Misstrauen. Ach, diese abgeschlossenen Sachen. Schlüssel dabei haben wir nicht. Aber vielleicht können wir es irgendwie sprengen. So. Wenn ich das zuschweiße, bekomme ich es nie wieder auf. Ja gut, hast recht. Was haben wir denn dann noch? Den Hebel. Polizeistation. Hebel weiter runter. Aha, Feuerwehr. Ein Feuerlöscher. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Mhm. Feuerlöscher können wir also nicht mitnehmen. Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Okay. Glaube ich, den ich drauf muss. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Alles klar. Hier, bei der Feuerwehr. Asbesthandschuhe. Okay. Können wir doch bestimmt gebrauchen. So. Feuerwehrleiter. Rutsch. Oh, hier wären wir also. Aha. Am schwarzen Brett. Ein Stier. Oh, warte, für den haben wir doch was. Für den Stier. Nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt. Tja, schauen wir mal ins Inventar. Was haben wir da so im Angebot? Schwamm, Rezept, Brandpfeil, Schild, Trichter, Wartenummer, roter Vorhang, Asbesthandschuh, ein Schweißbrenner und ein Blindgänger. Den Blindgänger vielleicht mit dem Stier kombinieren. Toro, hab ich gesehen. Ja, kennen wir doch schon. Suche, biete. Wo ist denn die Spalte für hab schon? Vielen Dank für nichts, ihr Trottel. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. So, ja, wie wär's mit dem roten Tuch und dem schwarzen Brett? Oh. Hey, Toro, hab ich gesagt. Das ist ein rotes Brett. Der